Herzlich willkommen zurück. So, Moment, ich mache eben an. Hier geht es jetzt weiter mit der Familie Halliwell. So, und zwar, wir beginnen jetzt mal direkt hier, ne? Ohne viel zu reden und zu labern. Sie erntet. Das ist wer? Das ist Phoebe. Okay. Ja, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Piper kocht und Prue geht gleich mal auf Jobsuche. Da müssen wir mal gucken, ob der Zeitungsjunge schon hier war. Nee, irgendwie nicht. Aber okay, das, ja, dann, bis er kommt, kann sie ja mal hier Alchemie recherchieren. Und, ja, ich habe jetzt eine Strichliste angefangen, wo ich immer notiere, wie oft ich jetzt mit einer Familie gespielt habe, damit wir wirklich abwechselnd mit Familie König, hieß sie, glaube ich, und mit den Halliwells spielen. Tja, der Teller kann weg. Der ist widerlich. Und... sie kocht gerade, hoffentlich geht das gut. Mit Magie spielen. Die spielt mit Magie. Ich glaube, sie kann aber was Besseres tun. Ich weiß nur gerade nicht, was. Ja. Kochen Level 2. Das ist sehr gut. Weil sie wird ja Köchin, glaube ich. Also ich werde sie als Köchin einstellen. Ja. Verbrannt wahrscheinlich, ne? Ja. Kanubi. Ach, mein Gott, dann nehmen sie doch vom Herd. Boah, keine Ahnung. Irgend so ein Serum hat sie gelernt. Dann gucken wir bitte direkt weiter. Ah gut, das ist fertig. Dann hör mal hier auf, mit Magie zu spielen und... komm lieber einen Teller nehmen, was essen, genau. Das kann sie auch mal danach machen. Sie macht es nicht, ja, dann machen wir das mal jetzt für sie. So. Und dann würde sich auch schon den Job besorgen gehen. Phoebe bleibt dann erstmal arbeitslos, damit wir wenigstens einen haben, mit dem wir hier zu Hause so Unsinn machen können, sage ich mal. Und ja, werde ich jetzt mal direkt gucken, wo denn hier für die Piper, dem ist zu viel, ja, soll ja kein Imbiss sein, also empirischer Sonnenschutz, genau, ja, Moment, da hinten, hier. Restaurant. Gastronomie-Karriere starten. Genau. Machen wir mal. Ja, für dich ist kein Stuhl da. Was ändern wir da noch? Ja, so könnten wir es auch mit ihr machen. Aber ich bin ja, ich bin mir ja gar nicht sicher, was ich sie einstellen soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir sie auch selbstständig. Und zwar mit der Alchemie. Da ist ja Level 3. Können wir so bestimmt selbstständig machen. Dann machen wir, ich glaube, dann machen wir das, oder? Dann ist er auch zu Hause. Sie kann dann irgendwie sammeln gehen oder so. Mal gucken. Der Postbote hat uns Rechnung gebracht. Die macht. Die bezahlt dann mal die Phoebe. Und dann ist hier noch Post, die wir nehmen. Was ist das? Pferdetraining-Seminar. Ja, das besucht sie dann einfach mal. Sämtliches Geschirr spülen kannst du dann auch machen. Du isst auf der Couch. Und gehst dich dann selbstständig machen. Rathaus. Als selbstständig registrieren. Alchemistin. Genau. Das machen wir. Und
Genau, das wird dann jetzt gemacht. Dann sind alle erstmal irgendwie außer Haus. Sie geht sich jetzt gerade den Job besorgen. Und sie spült. Die tun wir dann mal in den Kühlschrank. Das hängen wir einfach mal hier auf. Die werden da ja eh nicht lange wohnen. Ist also eigentlich egal. Wir werden ja dann umziehen, wenn ich das Haus endlich fertig kriege. Phoebe hat folgende Lieferung von der Schmelzerei erhalten. Eisenbarren. Haben wir irgendwas einschmelzen lassen? Oh, okay. Scheint so. Das ist, glaube ich, verschimmelt, ne? Ja, das ist schlecht. Das machen wir dann mal hier rein. Ritt auf dem Besen. Oh, guck mal. Ein Wildpferd. Ein sehr komisches Wildpferd. Mit einer komischen Schnauze. Verfügbare Jobs, genau. Stopp mal eben. Du siehst wirklich eigenartig aus. Wirklich. Haha. Die Schnauze ist sehr eigenartig. So. Dann hat sie jetzt einen Job. Und zwar Küchenmädchen, 25 Simoleons die Stunde. 15 bis 21 Uhr. Gut, dann kommen wir nach Hause. Alchemistin, der Weg zur magischen Kunst der Alchemie ist kein leichter. Doch wer sich ihm verschreibt, wird eines Tages mächtige Elixiere mit einer Vielzahl magischer Wirkung brauen. Die Zeit wird dann zeigen, ob diese Elixiere das Leben anderer oder den Sinn verändert, der sie herstellt. Aufgabe in dieser Karriere von einem selbstständigen Alchemisten wird erwartet, dass er eine große Vielfalt an Elixieren studiert und herstellt. Doch stellt er diese magischen Elixiere nicht her, sondern verwendet sie auch an und zeichnet ihre Wirkung auf. Elixiere... Moment. Doch stellt er diese magischen Elixiere nicht nur her, sondern wendet sie auch an und zeichnet ihre Wirkung auf. Elixiere können für den privaten Gebrauch ausgestellt und gelagert oder an Sims verkauft werden, die sich ein wenig magisch aufpushen wollen. Yep. Gut, dann komm mal mit, beziehungsweise komm mal her. Schlecht geschlafen, billig im Bett, ja, tut mir leid. Und mach mal hier direkt... Obwohl, wir mischen mal ein, damit wir das dann verkaufen können. Gleitzeit, Finanzen für Beförderung 120. Gesamtverdienst 0. Ha, wir sind schlecht. Nein, wir haben ja gerade erst angefangen. So, was machst du? Du kommst nach Hause. Du spielst mit der Magie. Ist das schon vorbei? Ja gut, dann komm auch mal nach Hause. Du stinkst nämlich. Du kannst dann duschen. Und sie mischt dann direkt. Du hast nichts zu tun. Doch, du könntest sammeln gehen, oder? Wollen wir sie auf Sammelsuche schicken, gehen, lassen? Ich glaube, oder wir gucken uns mit ihr in der Stadt um. Wir gucken, ob wir sammeln können. Können meistens, wo kann man denn meistens sammeln? Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Fiole voll Freude. Ne, machen wir mal Glas voll Misstracht. So, was haben wir denn hier? Oh, ein altes verlassenes Haus. Apfel darauf beschwören, ja, mach das mal. Hier kann man gar nichts machen. Ist ja doof. Ja, gibt es hier was zu sammeln? Das wäre echt toll. Keine Pilze oder sowas? Oder irgendwie? Ja, nee, im Wasser garantiert nicht. Wirklich? Keine Pilze? Irgendwas zu sammeln? Gibt's doch nicht. So?
Irgendwie. Nein, warum gibt es keine Pilze? Ich will Pilze sammeln. Ist gemein. Sehr gemein. Und hier ist so nebelig. Hier muss da bestimmt irgendwas sein. Bin ich blind oder so? Irgendwie finde ich nichts. Ah, sie hat es hergestellt. So, also sie hat es hergestellt. Verkaufen wir das mal, oder? Würde ich, oder wir machen noch eins. Ja, wir machen noch eins und dann gehen wir das irgendwie verkaufen. Elixier mischen. Genau, also misch mal. Hier, wir leben das Elixier. Trinke einen Schluck, um lange wach zu bleiben. Nehm eins mit hohem Level. Voll Freundschaft. Ein Glas voll Freundschaft. Genau, mach mal ein Glas voll Freundschaft. Sehr interessant. Machst du sehr gut. Ich lobe dich. So, also. Ich glaube, Phoebe macht mal wieder gar nichts. Passt ja zu ihr. Ach. So, genau, Garten pflegen wäre doch eigentlich mal angebracht. Oder ja, Pflanzen gießen, mach mal. Gieß einfach mal die Pflanzen, auch wenn da total viel Unkraut ist und du die eigentlich entkrauten solltest. Entkraut, genau. War zwar nicht wirklich deutsch, aber egal. So, wir haben noch 602 Simoleons. Und sie mischt und wir müssen gleich den Part beenden. Dann gucken wir dir nochmal hier beim Entkrauten zu. Und nee, gar nicht, beim Gießen, genau. Entschuldigung. Und ja. Ist ein Glas für Freundschaft. Level 4. Genau, genau. Gucken wir mal hier nochmal eben recherchieren und in der nächsten Folge wollen wir dann die verkaufen gehen. Die zwei, ich glaube, die bringen jetzt nicht so viel, aber 18 und, nein, das ist das Falsche. 14, ja, egal. Wird schon irgendwie klappen. So. Du guckst schnurzige Liebessachen. Du kannst eigentlich dein Level, deine Fähigkeit mal hochpushen wegen dem Essen und Mittagessen servieren. Klebrige Carbonara. Carbonara, ja. Gut. Dann beende ich auch für diese Folge diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wünsche und was auch immer könnt ihr mir in den Kommentaren da lassen. Und dann werde ich jetzt auch direkt die nächste Folge aufnehmen und dann das Ganze so schnell wie möglich rausbringen. Also bis zur nächsten Folge und macht euch einen schönen Tag, Abend oder sonst was. Und ja. Bis dahin.